So, jetzt aber. Jetzt habe ich die Heizung direkt neben mir. Erklärt mir, was ihr mit einem göttlichen Funken meint. Ich habe das ein wenig untersucht. Man muss wirklich an drei Orten gleichzeitig sein. Einfach, nicht wahr? Aber die Falinesti Winterstätte soll ein Relikt des kaschitischen Diebesgotts beinhalten. Für unsere Zwecke wird Rajins Umhang als göttlicher Funke dienen. Natürlich nur, wenn er wirklich da ist. Wo kann ich eine eileitische Energiequelle finden? Laut diesen Texten erweckte das Herz von Anomariel das Planetarium zum Leben. Es ging vor langer Zeit verloren. Ein Mitglied der örtlichen Magiergilde, Lara Nalda, hat jedoch die Theorie, dass es sich in einer Eileiden-Ruine befindet. Sie ist gerade im Reliquiar der Sterne und sucht nach dem Herzen von Anomariel. In Ordnung, ich weiß, wonach ich zu suchen habe. Schickt alles, was ihr findet, direkt zum Planetarium. Sobald alles an Ort und Stelle ist, können wir mit der Bestätigungszeremonie beginnen. Und hört auf damit, Konservatorin Daranet als ein fehlendes Element zu bezeichnen. Hä? Hab ich doch gar nicht. Oder? Naja, okay. Dann raus hier. Ja, jetzt hakt's wieder ein bisschen. Ist gut. Schön, dass die Kodierung überlastet ist. Ja, machbar. Mach du mal deine zicken OBS. Jo, ich glaube, ab hier kann ich wieder reiten, ne? Aber ihr sagt gerade alles. Ich glaube, vielleicht liegt das auch mit daran, dass in dieser Stadt einfach verdammt viel los ist. Ich habe viele ausgezeichnete Waren. Ja. OBS. Kommst du klar? Geht's wieder? Ja? Gut. Ich verschwinde jetzt schon aus der Stadt. Ist ja gut. Ich mache mir ja hier schon vom Acker. Also, man merke, Städte meiden. Du weißt auch nicht, was das heute wieder hat. Manchmal sind die ganzen Sachen echt komisch. Christines Hänger. Komme ich von da hinten da raus irgendwie? Ja. Scheint so. Moba-Mine ist da auch noch. Hier ist die Mine. Einmal rein mit uns. Dieser kaitische Söldner wurde vor kurzem erschlagen. Es gibt auf der Vorderseite seines Körpers keine sichtbaren Wunden. Als er den Körper des Kajit zur Seite rollt, entdeckt er mehrere grausame Wunden in seinem Rücken. Seinem Gürtel steckt zudem ein zerfleddertes Stück Papier. Ein zerknüllter Steckbrief, der vor lauter darauf verschmierten Blut kaum noch zu lesen ist. Ihm zufolge ist sein Kopfgeld auf den Org Skolak ausgesetzt, der zuletzt bei der Moba-Mine gesichtet wurde. Wird wegen Raub, Mord und Entführung gesucht. Die Belohnung kann bei Leutnant Kurinär in Eldenwurz abgeholt werden. Komm, Schweinchen. Oh, hi. Ausschwärmen!
Ja, auswärmen, mach du mal. Wärm du mal aus. Warum wird hier drin plötzlich so hell? Achso. Tageslicht. Ich dachte, ich wäre erledigt. Es gibt hier Tageslicht. Okay. Blüchen. Sind wir bei da? Und hier gibt es sogar eine Himmelscherbe. Ich wollte nur drücken. Mann, oh. Was ist das? Zünde das an. Ja, zünde mal. Achso, doch, ich muss da ja hoch. Oh mein Gott. Hi. Ich bin frei. Danke. Schön, dass du frei bist. Freut mich. So, dann holen wir uns mal seinen Kopf. Aber... tödliches Gift. Hallo, du großer Vetter, auch du. Den kann er liegen bleiben. War schon der Mobamine. Nice. Und raus aus dem guten Ding hier. Okay.
Also ist die Frage, Yusines Hänger. Sind da noch andere, die da vielleicht gerade drauf einprügeln? Ja, wahrscheinlich haben sie gerade drauf eingeprügelt, ja. Ja? Ah ne, Kitty! Warte, ich komme! Hi! Ich bin da, ich helfe. Ich eile zur Hilfe. Sag doch was! Sag doch, dass du da gerade rumhängst. Wirklich. Binge. Zweihändig. Geil. Hi. Ich bin da aus Versehen reingerannt und kaum schreiben. Schwer. Ja, gut. Ja, gut, okay. Ich verstehe. Hey! Ich kam nur rechtzeitig. Es war ein Zufall. Einmal repariert. Da habe ich was. Ich wäre eigentlich zu dir, weil mir die Scherbe fehlt. Oh. Ja. Keine Stelle der Wiederkehr. Hä? Sind da zwei aufeinander? Ich hatte doch eben gerade auch eine. Doch, die ist dann darüber, ne? Ja, doch, die müsste darüber sein. Ist da. Da ist das. Okay. Haben wir eben falsch geguckt. Aber lass mich raten, die ist da oben. Hier ist auch noch eine Quest. Hi, ich werbe erstmal die Scherbe. Hi. Hallo, Wölfchen. Okay. Tschüss, Wölfchen. Wölfchen hat doch kein Interesse mehr. Ich weiß, dass die Antwort in den Stein. So, bevor ich die vergesse. Warum mussten sie Frosttrolle aufscheuchen? Welche Frosttrolle? Die wandelnde Stadt Falinesti verbrachte einst hier ihre Winter. Gucken, ob die noch schon kommen die Falinesti-Gläubigen auf Pilgerfahrten hierher. Aber kann man die nicht allgemein benutzen? Doch Soldaten des Dominions haben die Pilger zur Frohnarbeit gezwungen. Sie ließen sie. Können Leute auch gleichzeitig benutzen, oder nicht? Die Himmelscherben. Sie haben Frosttrolle ausgegraben. Ja? Meine ich. Geht's von weiter? Ach so. Ja gut. Warum sollten Soldaten des Dominions etwas tun? General Endare hat ihnen befohlen, Rajins Umhang zu finden. Sie glaubt, dass er unter der Falinesti Winterstätte ist. Doch Rajins Umhang ist ein Relikt eines hinterlistigen Gottes. Sie begreift die damit verbundenen Gefahren nicht. Er darf General Endare nicht in die Hände fallen. Ich kann euch helfen, dafür zu sorgen.
Ich nehme jegliche Hilfe an, die ihr mir bietet. General Endery hat den Ruf, unglaublich gründlich zu sein, auf und neben dem Schlachtfeld. Wenn die Gerüchte stimmen und Rajins Umhang wirklich hier ist, wird sie ihn finden. Außer wir finden ihn zuerst. Warum wollt ihr nicht, dass General Endere ihn findet? Ich mache mir Sorgen um seinen möglichen Missbrauch. Wenn man nicht auf den korrekten Umgang mit ihnen vorbereitet ist, können Relikte wie diese den Anwender zersetzen. Ich würde es General Endere ja selbst sagen, aber ich traue ihren Absichten nicht. Nicht nachdem sie diese Pilger zur Fronarbeit gezwungen hat. Königin Eiran braucht Rajins Umhang für ihre Bestattungszeremonie. Bestätigungszeremonie. Bevor ich der Magier genau, Bestattungszeremonie. Diente ich den acht Göttlichen. Logisch. Ich weiß, was zu tun ist, um ein solches Relikt wie Rajins Umhang sicher zu transportieren. Wir müssen ihn nur finden, bevor General Endere es tut. Wo sollten wir mit der Suche anfangen? Die Falinesti-Gläubigen glauben, die Welkhünsteine bergen die Erinnerungen der wandelnden Stadt. Zuvor habe ich gehört, wie sich die Soldaten über diese Steine unterhalten haben. Wenn ihr mich an den Frosttrollen vorbeibringen könnt, kann ich vielleicht herausfinden, was die Steine mit Rajins Umhang zu tun haben. Wenn es Rajins Umhang genannt wird, was wisst ihr denn über Rajin? Rajin ist ein listenreicher Gott der Khajiit, der auch von Dieben und Betrügern verehrt wird. Die Khajiit erzählen sich Geschichten über Rajins größte Streiche. Es heißt, seine sieben Schatten würden sein Werk in ganz Tamriel verrichten. Sieben Schatten? Ja, jeder Schatten spiegelt einen anderen Aspekt von Rajins Persönlichkeit und seiner Macht wider. Wir könnten es hier mit einer bequemen Metapher, echten Schatten oder etwas völlig anderem zu tun haben. In welcher Verbindung steht Rajins Umhang zur wandelnden Stadt? Ich habe da eine Theorie, aber bis ich sie untermauern kann, sind Spekulationen mehr als sinnlos. Vielleicht werden die Welkhünsteine uns mehr enthüllen. Erzählt mir mehr von General Endere. Ein berühmter Hochelfengeneral. Oder ein berüchtigter. Kommt immer darauf an, wen man fragt. Ihre Jade-Dragoner werden weithin respektiert, aber sie ist als streitlustig. Das letzte Mal, als ich von ihr gehört habe, war sie in Anfurt. Okay. Warum sollte General Endere nach Rajins Umhang suchen? Eine sehr gute Frage, aus der sich eine andere ergibt. Rajins Umhang ist eine Legende der Khajiit. Warum sucht sie danach in Gradwald, der Heimat des Waldelfenkönigs? Was könnte ihn in die Falinesti-Winterstätte gebracht haben? Warum habt ihr solche Angst vor den Frosttrollen? Arme, so groß wie ein Mensch. Ein endloser Hunger und ein Kiefer, der mit einem einzigen Biss ein Pferdebein abbeißen kann. Warum fürchte ich mich vor Frosttrollen? Die Frage ist, warum fürchtet ihr euch nicht? Ja. Okay. Dann machen wir einfach mal. Mal sehen, was uns diese Steine enthüllen. Wer seid ihr? Was führt euch in mein Haus? Ein einfacher Herzensdieb, gekommen, um das Eure aus dieser wandelnden Stadt zu stehlen. Um mein Herz zu stehlen oder um eure Lenden zu stillen? Denn euer Pfeil wirkt bereit zum Schuss. Ein derart gewöhnliches Mundwerk kann überall speisen. Welch Genuss wäre es, würden wir uns bei einem Festgelage vereinigen. Ich bin eine verheiratete Frau und deshalb müsst ihr verhungern. Es sei denn, ihr möchtet euch an euch selbst laben. Also von Trollen habe ich bisher noch nichts gesehen, ne? Es muss doch mehr zu sehen geben.
mir kalt ist, ja. Ich kann nicht schlafen und mein Ehemann wacht nicht auf. Welch grausamer Scherz ist das? Ein Wort genügt, werte Nairume. Ihr könnt in meinem Bett schlafen. Schafft, ihr habt vor, mich meinem Ehemann zu rauben? Aus der Stadt, die ich mein Zuhause nenne? Ich stahl nur euren Schlaf, den ich eurem Gatten schenkte. Seine Unaufmerksamkeit muss ihn doch weniger liebenswert machen. Was wisst ihr schon von Liebe, Ungeheuer? Ihr empfindet keine und von mir werdet ihr auch keine empfangen. Euer Protest klingt unglaubwürdig, Nairume. Wie sehr werden wir sehen, wenn ich euch eurem Gatten und eurem Heim entreiße? Okay. Oh, das ist sogar. Komm, den machen wir sogar mal. Frosttrolle, wir sind umzingelt! Hä? Es ist ein Frosttroll! Wo ist er bitte umzingelt? Ein Frosttroll. Einer. Gut, schön zu bekämpfen ist er nicht, aber das geht. Leute, stellen sie auch immer an. Was können wir sonst noch lernen? Komm zu mir, kleiner Schneevogel. Was habt ihr getan? Wo bin ich? Diese Gruft, ich erbaute sie, um einen wertvollen Schatz dort aufzubewahren, tief unter eurer wandelnden Stadt. Bei mir seid ihr sicher und werdet nicht gestört. Warum habt ihr das getan? Ist euer Herz so kalt wie diese Kammer? Euer Herz ist kalt, werte Nairume. Wenn ihr euch für Rajins Schatten erwärmt, öffnet sich das Gefängnis eurer Ablehnung. Niemals. Lieber friere ich bis ans Ende dieser Zeit, als mit euch einen warmen Moment zu teilen. So sei es. Diese Gruft soll für immer euer eisiges Herz bewahren. Ich lasse meinen Umhang zurück, um die mir bereitete Schande zu verhüllen. Lebt wohl, Nairume. Jetzt wissen wir, warum die Falinesti-Gläubigen zum Graben gezwungen wurden. Wir sollten über diese Sache sprechen. Okay. General Endari war sich sicher, dass sie Rajins Umhang unter der Falinesti-Winterstätte finden würde. Sie hat die Falinesti-Gläubigen nach diesem Eisgewölbe graben lassen. Wie es scheint, haben sie es freigelegt. Das würde auf jeden Fall die Frosttrolle erklären. Wie können wir Rajins Umhang vor General Endari finden? Vielleicht kann Sirtur helfen. Die Falinesti-Gläubigen werden von niemandem angeführt, aber seit der Ankunft der Soldaten versucht er, die Gemüter ein wenig zu kühlen. Er könnte wissen, wo man das Gewölbe findet. Wo finden wir Sirtur? Ich habe ihn das letzte Mal in einem Lager unweit der Ausgrabungsstätte gesehen. Dort sind hauptsächlich Falinesti-Gläubige und eine Handvoll Soldaten. Wir sollten die Stätte selbst meiden. Die Frosttrolle sind da unten. Was könnt ihr mir über die Falinesti-Gläubigen erzählen? Sie sind ein friedliches Völkchen. Die meisten sind der festen Überzeugung, dass ihr Glaube eines Tages die wandelnde Stadt von jenem Ort zurückholen wird, an dem sie verschwunden ist. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Ihr würdet besser daran tun, sie selbst zu bitten, euch ihre Wahnvorstellungen zu erklären. Mir ist aufgefallen, dass es nicht für alle eine religiöse Erfahrung ist. Manche nutzen die jährliche Pilgerfahrt auch nur, um ein Fest zu Ehren Falinestis abzuhalten. Man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen. Ja, okay. Auch das nehmen wir einfach mal so hin. Oh. Kitty! Wir müssen sehr gejault. Ah, da oben ist der
Wegschreien. Da muss ich hin. Echt? Ihr reist mit Brelor. Er hat sich als Freund der Falinesti-Gläubigen erwiesen. Auf die Gegner hat echt was drauf gehabt. Echt? Was sucht ihr? Ja, war das der, den wir als erstes Blatt gemacht hatten, oder war das der andere, der da auch noch irgendwo angezeigt wurde? Den muss ich auch gleich noch machen. Oh Gott. Ich bin auf der Suche nach Rajins Umhang. Und General Endare war es auch. Als unsere Ausgrabung auch bereits existierende Funde stieß, dann muss ich den auch gleich noch holen. Hat sie uns in unser Lager zurückbeordert. Das war nicht das Anschließend Schaff. Führte sie ihre Soldaten nach unten, in die Grabungsstätte. Dann kamen die Frosttrolle aus den Höhlen. Sie haben die meisten Soldaten, die zurückgelassen wurden, abgeschlachtet. Oh Gott, nee, bitte. Oh, da habe ich ja voll Bock drauf. Wisst ihr, wohin General Endare wollte? Wir waren bereits in unserem Lager. Ich weiß, dass sie die Soldaten in eine der Höhlen geführt hat, aber ich weiß nicht, in welche. Passt gut auf euch auf, falls ihr nach ihr suchen wollt. Ihr werdet in die Grabungsstätte hinabsteigen müssen. General Endare, die Falinesti-Gläubigen versklavt. Sie zwang uns auf der Suche nach Rajins Umhang in den Frondienst. Anfänglich wurden wir sehr grob behandelt. Aber dann habe ich direkt mit ihr gesprochen und vorgeschlagen, dass sie etwas sanfter vorgeht. Im Gegenzug würde ich die Falinesti-Gläubigen überzeugen, ihre Bemühungen zu unterstützen. Hat sie dem zugestimmt? Sie erkannte die Weisheit in meinen Worten. Eine vernünftige Bitte hat eine vernünftige Antwort erhalten. Eine wahre Schande, dass das übrige Tamriel nicht so funktioniert. Ja, in der Tat. So, ja, mal. Stockt das denn da? Ah, okay. Okay, das war der, den man besiegt hatte. Wo war denn der andere nochmal? Da ist die Winterstätte. Der Fürst, den möchte ich mir einmal auch holen. Der Kerl rennt mir nicht mehr hinterher, ne? Gut. Das ist gut. Den Fürsten. Da ist er. Okay, dafür muss ich nach unten. Merke ich mir, dass hier noch eine Quest ist, oder gehe ich runter und hole mir? Okay, Kitty beantwortet das. Ja, klar. Ich belebe mich trotzdem hier immer wieder. Geht ja fix. Hi. Ein Stein des Fragments scheinbar eliidischen Ursprungs wurde ans Ufer gespült. Wahrscheinlich ist es ein Trümmerstück von den Ruinen vor der Küste. Glaube ich, habe erlebt als du. Ich glaube auch. Naja, gut, du hast der. Oh, du bist der Tank. Also, ja, du hast locker mehr Leben als ich. Ich gehe auch nur auf Ausdauer. Zum Beispiel. Das Fragment ist mit Runensymbolen verziert, die ihr nicht entziffern könnt. Es scheint Teil einer größeren Tafel zu sein. Wenn ich die anderen Teile auftreiben kann, dürfte diese Tafel für den richtigen Gelehrten eine Menge wert sein. Weiß gar nicht, sehe ich irgendwo, wie viel Leben ich habe? Maximales Leben. 19.225. Ja, gut. Maximale Ausdauer 27.000. Maximale Magicka 20.000. 34.000, bist du irre. Ah, gut. Das erklärt's, ne? Wie komme ich wieder zurück? Nee, ich möchte doch was anderes retten als das Fettchen.
Weiß noch nie was. Möchte ich das hier? Ja. Denk halt, jup. Ich merk's. Kann damit leben, dass ich jetzt die Idee kein Leben habe. Und hier ist ein Buch. Nein, nein, ich will das Buch. Okay. Hallo? Jo. Ist klar. Noch eine Quest. Ihr seid also gekommen. Ihre Vision erweist sich als wahr. Okay. Nehme ich auch mal an. Haltet still und hört mich an. Dominion, Pakt, Bündnis. Ihr seid wie Schulkinder, die sich um Murmeln streiten, während die Welt um euch in Flammen steht. Was meint ihr damit? Wer seid ihr? Ich bin ein untertänigster Diener der gesegneten Gottheit Almalexia. In ihrer göttlichen Weisheit hat sie euer Erscheinen vorhergesehen. Wie in 30 bekomme ich ja eine neue Rüstung von meiner Gilde. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Echt? Das macht uns zwar nicht zu Freunden, doch es macht uns zu Verbündeten. Ein gemeinsamer Feind? Der Fürst der Intrigen. Der Ernter der Seelen. Welche Gilde bist du denn? Ich mich nicht, seinen Namen auszusprechen. Einer seiner dunklen Anker ist auf die Ruinen dessen niedergegangen, was einst die Stadt Gilvartal war. Jene, die vor euch kamen, um ihn zu vernichten, sind verschwunden. Ja, gut. Da hätte ich keinen Bock drauf. Falls wieder Sachen Molag bald sind, dann werde ich euch helfen, nach ihm zu suchen. Gut. Zum Wohle Tamriels werden wir unsere Streitigkeiten. Ich glaube, ich war in Ewe noch nie in der Gilde. Wir müssen wissen, was hier geschehen ist. Die Überlebenden der Gruppe, die den dunklen Anker zerstören sollte, werden es am besten also, wissen. Wir müssen uns aufteilen und suchen. Aber ähnlich wie in WoW oder sowas. Ich glaube, FF14 war das einzige Spiel, wo ich meiner Gilde drin war und dann irgendwann meine eigene gemacht habe. Erzählt mir mehr über Almalexia. Sie ist unsere barmherzige, heilende Mutter. Eine erhabene Gottheit des Tribunals von Morrowind, der zu dienen ich geschworen habe. Obgleich sie mit dem Krieg beschäftigt ist, der weiter wütet, erstreckt sich ihr Mitgefühl dennoch auf alle, wann immer der elende Fürst der Intrigen sein Haupt erhebt. Ihr hattet erwähnt, dass sie euch entsandt hat, um mich zu finden. Wie kann das sein? Meine Göttin verfügt über viele Gaben und nicht die geringste darunter ist ihre Weitsicht. Sie hat vorhergesehen, dass ihr eine entscheidende Rolle in den Geschehnissen spielt, die sich hier zutragen müssen. Und dass euer Hass auf den Fürsten der Intrigen fast so heiß lodert wie der ihre. Wer sind die Leute, die wir zu finden versuchen? Verbündete, die Almalexia angeworben hat, um mich beim Kampf gegen den Ernter der Seelen zu unterstützen. Sie wurden aus den Reihen der besten Krieger ganz Tamriels ausgewählt. Sie alle haben bereits die Zerstörung von dunklen Ankern miterlebt, was ihr Verschwinden nur noch bedenklicher macht. Was könnt ihr mir über Gilvartal sagen? Vielleicht habt ihr dieses Lied in den Tavernen gehört. Oh, Gilvartal, dein Name ist Verwüstung auf meinen Lippen. Einst wuchs und gedieh hier eine Waldelfenstadt, voller Leben und Musik, bis er kam. Wer? Der Ernter der Seelen holte sie sich. Und fuhr wahrlich jede letzte Seele ein. Almalexia sah, wie sich dieses Grauen zutrug, doch sie konnte nichts dagegen tun. Aber ihre Erinnerung reicht weit zurück, und ihr Mitgefühl brennt heller als die Sonne. Sie entsandte eine Gruppe von uns, um den dunklen Anker hier zu zerstören. Okay. Ja, ja. Wann anders? Unsere Chancen sind Spinnen. Untersuch verschiedene Gebiete.
Valanias Ruhe. War das das, was du gemacht hattest? Ich glaube, der wurde gerade besiegt. Na, okay. Dann warten wir mal. Huch. Nein, jetzt habe ich... Oh mein Gott, jetzt habe ich irgendwas hier. Achso, okay, mein Schnellzugriff ist wieder... Okay. Benutze ich den nochmal. Wenn zwei Leute zwei verschiedene Sachen spielen. dazu, ne? Das sieht aus. Ja, gut. Man möchte auch mehr solche Emotes, Dingens, Gedönsens haben. Muss man sich aber auch mal vorstellen. Weißt du, man rennt die ganze Zeit durch die Gegend. Dann holt man sich einfach so mittendrin irgendwann mal so ein Spiel raus. Ja, mein Raben. Ja. Ja, ich hab meinen Stuhl. Schwertanz. Wenn man wüsste, wie heißt das denn nochmal? Schwertanz. Worddance. F. Worddance da.